Hi Freunde, was geht? Es ist endlich wieder Freitag und das heißt Zeit für Coke TV und auf diese Folge freue ich mich schon richtig, denn der Community-Gast und ich, wir gehen ins Kino, aber nicht in irgendeinen Blockbuster oder so, das wäre ja langweilig. Nein, wir gehen zum Public Viewing des World Championship Finales von League of Legends. League of Legends, ihr habt richtig gehört und ich habe mich da auch ein ganz klein bisschen schlau gemacht. Elderdrachen, Faker, Pick und Pick und Bann Phase, Boot Lane Combo, Bot Lane Combo, Jungler. Ja, Jungler gibt's auch noch. Okay, ihr merkt schon, so gut kenne ich mich dann doch nicht aus, aber ich glaube, es wird Zeit, das zu ändern. Hey Leute, ich stehe hier vor der UCI Kinowelt in Bochum. 1 Uhr nachts, normalerweise gehe ich so spät gar nicht mehr ins Kino. Und das liegt daran, dass jetzt gerade in LA im Staples Center die League of Legends World Championship Finals sind. Und das wird hier in der UCI Kinowelt live übertragen. Und deswegen jetzt eben diese Zeitverschiebung. Und die Frage ist natürlich, ist es jetzt mehr Sport, ist es mehr Gaming? Das werden wir jetzt gleich in Erfahrung bringen. Ich treffe den Community-Gast, kommt am besten mit, kommt! Hallo! Alles gut bei dir? Ja. Man kann sagen, heute ist die LoL-Weltmeisterschaft das Finale, oder? Ja, genau. Okay, und gibt es da, wer ist überhaupt dabei? Wer sind die beiden Teams? Also SKT und SSG. Was muss man tun, um eben zu gewinnen? Wer die Base schon hat, dann einfach gewonnen. Also muss man im Endeffekt die Base erobern, um zu gewinnen? Nee, das ist nicht so einfach. Das ist eigentlich ein Best-of-5-Game. Wir haben die erste 3-Runde gewonnen, dann ist das Game vorbei. Ah, okay, also kann das noch ein ganz schön langer Abend werden. Aber wir wären hier nicht bei Coke TV, wenn wir nicht eine ganz besondere Überraschung haben. Und zwar haben wir zwei Spieler live aus dem Staples Center aus LA jetzt hier bei uns. Und zwar ist das einmal White Turtle und Adrian. Und wir fragen jetzt einfach mal, was da so abgeht. Hey Adrian and White Turtle, what's up in LA? What is the atmosphere like? Hi Jonas and all you guys in Bochum. We're here at the Staples Center right now and it's really packed. Yeah, the atmosphere is pretty insane. Like, I can't imagine being here. This is going to be an awesome event. Yeah. So please tell us about the teams taking part and what's your favorite team? I'm rooting for SKT because Faker, and I just love Faker, so. I really think the underdog Samsung's going to win because, like, no one expects them to win, so they're going to, like, just really upset people. Thank you, guys. See you later. Ich glaube, ich werde jetzt gleich herausfinden, warum es eigentlich den Leuten so viel Spaß macht, League of Legends eben zu spielen. Wie bist du damals drauf gekommen? Haben das Freunde von dir gemacht oder warum hast du angefangen? Ja, also meine Freunde haben das auch gemacht. Was ist das für ein Event hier? Ja, es ist quasi so wie die Weltmeisterschaft im Fußball. Das ist genau wie beim Fußball. Jetzt sind es jedes Mal 5 Runden maximal. Also best of 3. So Freunde, wie man sehen kann, wir sind perfekt ausgerüstet, jetzt geht es rein ins Kino. Ich würde sagen, los geht's. So Leute, wir haben jetzt gerade hier diese Thundersticks bekommen. Die kann man jetzt gleich noch aufpusten, dann kann man hier richtig Stimmung machen. Oh, ehrlich, schon wieder. Noch 20 Sekunden und ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Leute, die erste Runde ist gerade vorbei. Wer hat gewonnen? Also SKT hat gewonnen. Würdest du jetzt zu League of Legends sagen, dass es eher richtiges Gaming ist, so wie man sich das so vorstellt, oder ist das schon mehr fast ein Sport für dich? Also für mich ist es schon eher ein Sport. Also wenn man sich so 2-3 Stunden hinsetzt und das wirklich spielt, sich dabei konzentriert, merkt man, dass man auch so langsam erstmal eine Pause braucht. Was fasziniert dich besonders an dem Spiel? Warum spielst du vor allem das? Ich besonders spiele das Spiel, weil ich mich mit anderen messen kann und an sich das Spiel unglaublich viele Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Weil du bist ja jetzt tatsächlich eine der einzigen Damen. Gibt es denn auch Freundinnen von dir, die das Spiel spielen? Nee, gar nicht. Also ich kenne persönlich dazu Jungs. Die zocken, wir zocken auch manchmal zusammen. Wie findest du das Spiel? Also gerade dieses Spiel. Ja, also ich bin klar für SK. Würdest du sagen, dass LOL für dich mehr wirklich einfach ein Game ist zum Abschalten oder ist es eher schon wie so ein Sport für dich? Ja, ich finde, man kann halt einmal mit Freunden spielen, so ein bisschen lockerer. Aber wenn man wirklich auf Ernst machen will, dann geht man halt ins Ranked und das Spiel dann wirklich aktiv. Ich finde, da wird es wirklich zum Sport. So, wir beide gehen jetzt wieder ins Kino, denn jetzt geht die zweite Runde los und die wollen wir natürlich nicht verpassen, sind sehr gespannt. Und jetzt gehen wir zurück zu unseren Plätzen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut, machen wir das.
So, wir kommen jetzt gerade hier aus dem zweiten Match raus und es ist richtig packend. 2-0 schon. Hättest du gedacht, dass es jetzt doch das Favoritenteam jetzt doch 2-0 in Führung liegt? Ja, aber war ja auch ganz klar, ich meine, es war das Favoritenteam, aber mich würde interessieren, 2-0 in der nächsten Runde könnte sich schon alles entscheiden, wie die Stimmung gerade so in L.A. ist. Deswegen schalten wir jetzt mal wieder zurück zu Wild Turtle und zu Adrian und fragen mal, was da so abgeht. Hey Wild Turtle and Adrian, it's time for the decision. What's going on in L.A.? It's really exciting, like even though SKT is filming and stuff, like we're having a great time here and all the fans are going crazy here. It's pretty sold out here, so like it's 20,000 people packed up. Like if there's one play being made, it's really loud, so like I can feel it in my bones. And are there any costume supporters or cosplayers? I saw a lot of cosplayers in their stadium and like what really stood out to me was the giant thrash we saw earlier. Yeah, I think the giant thrash we saw at the Riff Off was the coolest thing we've seen like today. And definitely that was like over the top. I didn't even know if it was like a one-man costume or a two-man costume, but that was definitely the coolest costume I've seen today. Oh, thank you Adrian and Wild Turtle. Und Leute, ich kann es kaum abwarten. Wir gehen jetzt in die dritte Runde hier und jetzt könnte sich schon alles entscheiden. Bist du bereit? Ja. Okay, let's go. Ab geht's auf unsere Plätze. Leute, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber der Außenseiter hat jetzt einfach noch den einen Punkt gemacht. Jetzt steht 2-1 und es gibt einfach jetzt auch ein weiteres Match. Es wird also richtig spannend und die Partie ging einfach jetzt 70 Minuten. So krass einfach. Leute, ich kann einfach nicht mehr. Jetzt steht es hier einfach 2-2, die mega Aufholjagd. Und jetzt kommt die letzte Runde jetzt gleich. Da wird sich alles entscheiden. Heftig einfach fürs Finale. Richtig krass. So Freunde, das Finale ist jetzt vorbei und ich muss auch sagen, ich bin mit meinen Nerven auch schon am Ende, weil es war ganz schön spannend. Am Ende hat der Favorit noch gewonnen, 3-2, also mega knapp. Und jetzt ist es auch schon 6:30 morgens, also die ganze Nacht jetzt durch. Der Wahnsinn, wie hat es dir gefallen? Also ich finde ganz cool, also hat mir ganz gefallen. Das freut mich auf jeden Fall. Und die Grundmission war ein bisschen, mir das Spiel ein bisschen näher zu bringen. Ich muss sagen, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, wie jetzt so die letzten Stimmungen noch in L.A. sind. Deswegen schalten wir jetzt gerade einfach mal nach L.A. Hey Wild Turtle and Adrian, thanks. Special thanks to you. How are your last impressions in LA? We came here thinking SKT was just gonna 3-0. At least I did. And then I took a nap after the second game. I was and like, then it's gonna Samsung be over came here. Back, and the energy in the crowd was amazing. Like everyone's leaving now, but being here at this venue is like pretty awesome. And I wish I could play here someday. Okay, cheers and thank you. Prost du Baum. Prost. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergesst nicht, Coke TV zu abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Bis dann. Ciao. Oh Leute, es ist Zeit fürs Bett. Das Video von vorletzter Woche, das findet ihr jetzt hier. Und von letzter Woche findet ihr hier. Und eine Vorschau auf nächste Woche, die kommt jetzt hier.